Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier auf Steam Studio. Mein Name ist Master Schröder und ich wundere mich, warum sind die Dinger hier länger? Na, egal. Gut, das muss ja nicht sein. Da könnten doch, wieso sind die da leer? Standen da falsche drinnen? Keine Ahnung. Hab ich die mal abgerissen nochmal? Sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Da ist so irgendwas schief gelaufen. Da muss irgendwas schief gelaufen sein, wo ich den gesetzt habe. Na gut, okay. So. Aber das haben wir ja jetzt erstmal gesehen und hoffentlich auch behoben und auch korrekt behoben. Und ja, die Greifarme, die stehen aber da. Das sind nur gelbe, die werden wir jetzt durch rote ersetzen. Ich denke, das ist nur fair. Damit das dann hier schnell rauskommt. Das sollte dann trotzdem gehen. So, und dann werden wir hier mit den Funkmasten weitermachen. Und ja, mir ist bewusst, dass dass hier ein paar Sachen, beziehungsweise dass ich diese Funksachen hier nicht brauche, theoretisch. Also die Türme. Ich möchte sie aber gerne haben. Es ist irgendwie so ein inneres Bedürfnis. Ich möchte eine hundertprozentige Abdeckung haben auf meinem Gebiet nachher am Ende. Ob das Sinn macht oder nicht, sei dahingestellt. Ich würde es auch bezweifeln, dass das Sinn macht. Aber okay, ne? So ist jetzt erstmal der Plan. So, gut. Also, dann geht das erstmal weiter. Dann müssen wir, dann stimmt, ich muss hier drüben jetzt nochmal ganz kurz die südlichen Förderbänder hier umplanen, weil die können hier nicht bleiben. Wir müssen mal ganz kurz drüben zählen. Ich glaube, ich bin dort drei oder so Felder. 1, 2, 3, 4, 5 Felder. Platz habe ich da gelassen, dann kommt das erste Förderband. So, das Sandförderband quasi. Also, upsala. Raus aus den Maps an sich gehen. 1, 2, 3, 4, 5 und dann kommt das erste Förderband. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, dann haben wir, wie viel Platz habe ich da dazwischen gelassen? 1, 2, 3, 4 habe ich da Platz gelassen dazwischen. So, 1, 2, 3, 4. So. Das heißt, hier kommt dann das andere Förderband erst an. So. Mit den Crystal Dust. Kein Problem, kriegen wir schnell hin hier. Dass wir das hier schnell nochmal umgebastelt kriegen. Und dass das dann gut aussieht. So, habe ich denn hier denn genügend Platz? Müsste genau dran vorbeifahren, ne? Ja. Sehr gut. Muss ich zwar nicht, aber stimmt. Ich muss ja hier vorne schon abbiegen. Ich muss ja hier schon abbiegen. Moment, dann holen wir das auch mal schon mal ran. Dann können wir dann machen wir dann links und rechts wieder quasi das Förderband liegen hier von Hand und das andere werden wir dann auffüllen lassen von den Robbys. Na, das ist doch gut hier. Das war doch genau die richtige Höhe. So, dann kommst du jetzt hier runter. Dann bauen wir hier die Ecke fertig. So. Ich habe keine Förderbänder mehr. Das ist ja grauenhaft. So, ein paar kann ich denn von hier noch holen erstmal. Aber die brauche ich eigentlich theoretisch auch da unten. Machen wir erstmal so. Gut, 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 gut. Damit wir dann hier die Ecke fertig im Board kriegen wenigstens. Dafür wird es nicht mehr reichen. Sowas. Oder bin ausgegangen. Schreckliche Sache, sowas. Immer wieder das Gleiche. Wirklich immer
sehr traurig, sowas. So. Und den hier nochmal laufen. Ja. So. Gut. Das ist natürlich jetzt wirklich eine ganz schreckliche Sache, dass mir die Förderbänder ausgegangen sind. Das, wie finde ich denn das? So, bringt ihr mir? Ach, hier bringt mir Roboter. Okay, da müssten doch eigentlich auch... Sind denn welche unterwegs? E. Auf dem Weg 36. Okay. Gut, wir dürfen dann also nicht aus dem grünen Bereich rauslaufen. Das heißt, wir müssen uns denn hier ein bisschen so aufhalten, dass wir da an der richtigen Stelle sind. Damit die das hier auch richtig machen, Jungs. So, die liefern mir jetzt erstmal ordentlich Knickarm-Roboter. Das ist schon okay. Das können sie gerne tun. Da habe ich nichts dagegen. Immer her damit. Du auch noch. Danke. So. Gut. Und dann geht das hier durch. Das geht hier durch. Ganz normal. Dann nehme ich das mal ganz kurz hier nochmal hoch. Und dann müssten die ja langsam sich erreichen da unten. Für das, was ich vorhabe hier. Zwei brauche ich noch. Gib mir her das Zeug. Das war ich wahrscheinlich schon aus dem Weg. Das hier sind wir immer noch im gelben Bereich. Also wir sind immer noch. Wir sind anfliegbar noch. Für die Jungs. Da muss ich mich jetzt auch mehrfach drin aufhalten. Ups, das habe ich jetzt zu weit gezogen. So. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz hier dann sozusagen dann springen lassen. So. Weil hier ein Förderband durchgeht. Wo dann die der Geodenlast dran hängt. So. Und dann kommen sie ja lang geflogen hier. Ah, jetzt braucht er nochmal einmal Strom. Ich komme mal zu euch. Ihr könnt ja gleich mir die nächsten Förderbänder bringen. So, gut. Dann haben wir wieder ein paar. Sehr schön. Gut, also das geht hier wunderbar draußen. Oder das geht hier denn schon zu bauen. Und da haben dann unsere Robbys auch gut zu tun hier noch. Und dann kann hier schon Dinge können hier schon produziert werden. Strommasten habe ich jetzt hier drin gar keine versetzt. Das ist natürlich auch eher ungünstig. Den setzen wir dann mal da auch rein, damit denn hier überall Strommasten da sind. Da muss ja nicht ein Rohr stehen. So. So, jetzt hat hier alles Strom. Das unterirdische Rohr müssen wir hier nochmal dran bauen. Da auch, da ist. So. Gut. Okay, so, dann müssen wir das hier oben natürlich auch machen. Damit die dann hier schon mal ein bisschen Strömlinge kriegen. Und dann könnte hier eigentlich mit ganz viel Merkwürdigkeiten könnten sogar hier schon die ersten Produktionen stattfinden. Dass hier das Material hier raustransportiert wird. Aber hier ist dann noch keiner weiterer Transport. Der ist noch nicht fertig. Okay. Aber das könnte man sogar schon so weit regeln hier. Dann könnte man das hier regeln. Dann machen wir hier die Diodengeschichte durch. Dann machen wir hier das durch. Bevorzugter Eingang ist der. Und der staut dann zurück. Hm, ja, könnte man machen erstmal. So, dann brauchen wir hier natürlich noch die unterirdischen Kameraden, die müssen wir noch setzen. Dann müssen wir hier die Kameraden noch setzen. Dann haben wir hier ein Stückchen Förderband. So, was fehlt euch denn jetzt noch zu eurem Glück? Ihr steht noch nicht richtig rum. Der steht richtig rum. Der hat da Wasser. Der steht nicht richtig rum. Der nicht und der nicht. Okay, so, jetzt stehen die hier richtig rum. Heavy Mud Water geht hier nicht raus, weil
Hier noch kein Wasser. Ah. Hier fehlt noch der Anschluss. Und jetzt müssten die eigentlich hier schon loslegen. In dem jugendlichen Leichtsinn. Zack, und dann kommen schon die ersten Dioden. Und dann darf da doch durchaus schon mal eingelagert werden. Und dann kommt hier schon mal das Material raus. Dann wird das hier schon mal ordentlich gesplittet. Dann läuft das hier runter. Läuft hier schon mal der Sand lang. Na guck. Die erste Produktionsstätte ist doch schon in Arbeit. Gut, das wird jetzt hier stauen, wenn das nicht mehr weitergeht. Dann wird das jetzt hier abstauen und dann wird das alles anhalten. Aber wenn dann hier der Abfluss dafür gelegt ist, dann kann das auch schon losgehen. Sonst müsste sogar schon der erste Sand da hinten in die Kisten ankommen. Na, das ist doch mal... Das ist doch schon mal ein Beginn der ganzen Geschichte hier. Der mich doch schon fast glücklich stimmt. So. Ja, dann müssen wir hier bloß noch dafür sorgen, dass wir das Gas loswerden. Und wo wir das hin transportieren. Mal gucken. Das müssen wir noch mal gucken, dass wir das noch sauber wegtransportiert kriegen. Aber wie gesagt, ne, jedes Förderband, was jetzt hier oben gesetzt wird, was dann den Weg hier verlängert und was dann dafür sorgt, dass es hier unten schon mal ankommt, läuft denn hier schon mal durch. Hier sieht man auch schön, der Balancer verteilt das auch schön auf alle Kisten hier. Sehr gut. Da bekommt jede Kiste ihr Fett weg. Und überall liegt schon mal was drinne. Sehr gut. Das gefällt mir ungemein. So, war noch irgendwas? Ne, das war es erstmal zu der Seite. Gut, dann können wir auf der Seite jetzt hier weitermachen. Und können die ja auch soweit schon mal in Betrieb nehmen. Beziehungsweise ich werde jetzt die Sendemasten hier oben setzen. Da muss ich aber leider raus aus dem Dingsbereich, ne? Die sind gerade so viel unterwegs zu mir. Ja, 66 Stück sind auf dem Weg. Weil ich muss denn hier das Wasser sozusagen neu verlegen, damit wir denn da hochkommen. So, dann machen wir hier nochmal ein Strommistchen hin. So, dann ist hier erstmal die Stromleitung wieder gebaut. Ist, glaube ich, im oberen immer gewesen, ne? Das ist natürlich das Problem, wenn ich die kurzzeitig abklemme von meinem Stromsystem. Was ist denn aus jetzt hier die Leitung? Dann stehe ich hier kurzzeitig auch nicht im Nee. Achso, ist faul. Achso, hier fehlt einer in der Mitte, ne? Da fehlt einer in der Mitte. Deswegen haut das nicht hin hier. Deswegen sieht das so bescheiden aus, okay. Naja, Ordnung muss sein. So. Gut. Dann läuft das schon mal durch. So, dann haben die Jungs hier keinen Strom mehr. Strom von der Stromversorgung abgeklemmt. Naja, gut, passiert sowas. Dann machen wir hier den Übergang, dass die auch Strom haben. So, schön. Dann würde ich jetzt mit meinen paar Förderbändern hier erstmal dafür sorgen, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen weiterkommen. So, dann kriegen wir dann noch wieder ein bisschen Sand. Und jetzt kommen hier, nee, das sind Bauroboter, das sind keine Transportroboter. Hier gucken wir nochmal in dem Logistikbereich. 57, 58 sind auf dem Weg zu mir. Naja, gut, dauert noch ein bisschen, bis sie hier ankommen. Aber
Das funktioniert schon mal. Das ist schon mal gut. Das haben wir schon mal so hingekriegt, wie wir uns das vorgestellt haben. Und es läuft natürlich immer der eine Kreislauf voll hier. So, ich würde jetzt fast davon ausgehen, dass ich hier Flares reinsetze und diesen Scheiß einfach verbrenne. Weil ich sag mal so, ich bräuchte es oder ich kann daraus hier in dem Fall Schwefel herstellen. Aber Schwefel haben wir jetzt... Obwohl, ist gerade hier ganz schön wenig auf der Leitung, ne? Wo geht denn das ganze schweflige Wasser hin? Pure Fat Water haben wir. Auch voll. Mineralisierte Wasser geht nicht mehr weg hier. Oh. Mensch. Also wo wir denn überall wieder Probleme erzeugen? Gut, da müssen wir mal ran. Das mineralisierte Wasser geht da nicht mehr weg. Das müssen wir jetzt irgendwo einspeisen, da glaube ich. Das habe ich jetzt irgendwie verkehrt gebaut. Da habe ich irgendwas abgeklemmt, was ich nicht hätte abklemmen sollen. Wie das denn immer so ist, ne? Ich glaube, ich habe diesen Zyklus, der hier unten produziert, einfach da oben mit dran geschlossen oder sowas. Oder ich davon abgeklemmt. Das müssen wir verfolgen hier, wo diese ganzen Rohre dann hingehen. Hier müsste irgendwo mineralisiertes Wasser auf 100% stehen. Was es nicht sollte, im Zweifel. Ne? Wir müssen mal gucken, dass wir das sozusagen hier nochmal irgendwo mit unterkriegen oder dann hier wirklich dann loswerden. Wo geht denn das lang hier? Mineralisiertes Wasser, mineralisiertes Wasser geht hier lang. Hier oben, da, das nimmt das von da, okay. Dann kann ich das nicht eigentlich hier oben an den Tank anschließen, dass das hier einfach mit reinläuft? Der Tank sollte ja immer ein bisschen leer sein. Und der sollte ja entweder hier hinten abtransportieren, in die rein. Gut, der ist gut voll. Aber eigentlich könnte ich das doch da oben mit anschließen, oder? Mit dem Non-Returnable. Wenn ich nicht so eins hätte. Gucken wir nochmal. Müsste eigentlich da dran gehen können. Und da müssen wir bloß irgendwas dazwischen bauen, was das dann da reindrückt und nicht wieder rauslässt. Aber Non-Returnable Valve habe ich jetzt hier gerade nicht in der Nähe, oder? Doch, habe ich. Müsste unten in den großen Container hier, da müssten solche Sachen drin sein. Hier müsste sowas drin sein. Ein Non-Return, genau das brauchen wir. So. Dass es nur reindrückt, aber nicht mehr rauskommt. Also quasi, dass denn der von hier aus da oben reinlaufen kann in den Kanister und dann ist das auch schon wieder gut. Non-Returnable in die Richtung. Wenn es einmal rausgelaufen ist, dann ist es weg. Dann müsste jetzt hier in dem Kanister ein bisschen mehr ankommen. Hält das jetzt mal dann auch auf gute Prozente. Na ja, gut, okay. Na gut, aber es sollte jetzt erstmal wieder ablaufen und es sollte dann hier dafür erstmal wieder sorgen, dass hier ein bisschen Platz passiert. Das ist aber auch ganz langsam. Bisschen Tank und Pumpe, ne? Tank und Pumpe nach oben. Das ist immer versucht, da hoch zu pressen. Pumpe habe ich jetzt keine mehr, oder? Habe ich noch eine Inline-Pumpe hier irgendwo? Dann im Inventar. Ich habe hier noch so ein Türchen, aber ich brauche ein... Dann kann ich so ein Pümpchen hier vielleicht machen, ne? Fehlt mir Kupfer und Stahl. Na ja, gut, okay. Wenn wir erstmal noch einen Tank da dran hängen, dass sich das erstmal sozusagen in dem Tank sammelt. Upsala. Komplett daneben. So, und jetzt müssen wir ein bisschen Aluminium und Dings holen, dass wir da eine kleine Inline-Pumpe dran bauen, dass die aus dem Tank immer nach oben drückt. Und dann sollte eigentlich Platz genug da sein.
Das Gute ist, dass das da reinläuft, aber das, ja, mal sehen. Okay, ein Zug erstmal in der Nähe. Bisschen Stahl, bisschen Kupfer. Hier so ein schönes Pümpchen. Ne Warm. Gehen wir hier oben ran an die Kiste. In meiner persönlichen Werkstatt. Ach, guck mal, hier, da ist noch so eine Pumpe, sogar noch eine drinne. Pumpe Stufe 2 sogar. Nehmen wir mit. Und ich schließe da einfach rein und dann ist es gut. So. Fährt ihr gleich einen Zug durch. Biegt ab, der hat das Zeug an Bord. Hier wird klassisch abgeladen. Na, das sieht schon ganz gut aus. Wir haben übrigens jetzt schon auch bei der Strom, beim Stromverbrauch, geht das auch schon immer höher jetzt. Es ist immer mehr durchweg im Betrieb. Das finde ich schon mal ganz gut. So, das ist jetzt ein bisschen. Naja, hinbekommen. Halt, ich wollte hier hin. Ich wollte hier die Pumpe noch anbauen. Pumperella. In die Richtung. Unterirdisch bis da lang. So. Dann saugt ihr den Tank hier hoffentlich immer leer und schiebt das einfach hier rein. So viel wie geht. Und dann können die hier erstmal frei produzieren und haben dann immer ein bisschen Platz. Es ist nicht viel, was da oben reingeht, glaube ich. So, wann pumpt der ab? Der pumpt bis 50k ab und der pumpt bis 100k ab. Okay. Da kann immer was reinkommen hier. Das läuft da durch. Sehr schön. Gut. Okay. Könnte helfen. Weiß ich nicht ob, aber könnte erstmal helfen. Ja, 19k sind hier drin, also das ganze System wird nicht so ganz leer. Eigentlich bräuchte mir jetzt das Non-Returnable da oben nicht mehr, weil das hier wie ein Non-Returnable funktioniert jetzt in der Pumpe, ne? So, aber die saugt jetzt ja hoffentlich hier mal so das ganze Zeug immer leer. Gut, okay. So, dann haben wir das auch erstmal noch ein bisschen mit verbessert. Ich glaube, das ist nicht mehr dran. Hier dieser Überlaufschutz, dass ich das mineralisierte Wasser auch vernichte, ne? Ja. Aber das will ich ja nicht, auch nicht vernichten. So, was habe ich hier nochmal? Da habe ich nochmal so einen Zwischentank. Okay. So, hier sind bald die Kohle alle. Naja, gut. Kohle wird ja auch unten jetzt angeboten. Das kann ja jetzt hier demnächst alle gehen. Aber wofür wir denn Kohle brauchen, ist hier oben, ne? Dann müssen wir denn hier jetzt sozusagen rückläufig die Kohle hier oben in die Produktion zurückschicken, dass die dort funktioniert. Okay, ne? Das, da müssen wir auch dran achten. Weil dann haben wir nämlich oben irgendwann keine Produktion mehr. So. Ah ja, wir waren da drüben. So, wie viele Minuten habe ich jetzt eigentlich schon wieder vollgesabbelt? Sehe ich gerade nicht. Aufnahmeprogramm ist weg. Da. 23,5. Also nicht 0,5, sondern ja. 23 Minuten. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, haben wir schon wieder genug gesabbelt. Mit unserem tollen Teil hier. So, da ist ein Fließband im Weg. Ja, okay. Eins hätte ich hier noch. So, können wir mal reinsetzen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wir haben zumindest schon mal bewiesen, dass das hier zum Teil funktionieren kann. Momentan funktioniert die Anlieferung von Förderbändern noch nicht so ganz bei mir. Und da müssen wir noch mal ein bisschen dran üben. Achso, das wäre jetzt falsch, wenn ich das abreiße, weil das ist das, was ich eigentlich brauche. Nehmen hier mal ein bisschen was hoch und lass das von den Robbys wieder zubauen. Total sinnlos, aber. Naja, gut. Reden wir nicht drüber, ne? So. Aber ich kann denn hier jetzt sozusagen vielleicht den Kreislauf schließen. Genau. So müsste es da ankommen und dann kommt nämlich dann. Dürfte jetzt nämlich dieser Produktionsstrang hier schon ganz fleißig sein und ganz fleißig das ganze Zeug so produzieren, wie es soll. Ja. Und immer schon einlagern hier unten. Und dann könnte hier unten schon der Anbieterbahnhof mal irgendwann vielleicht funktionieren. Und dass hier irgendwas weggeholt wird. Das wird noch lange dauern, aber es könnte passieren. So, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.